Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play FIFA 16. Ja, es geht weiter, das Transferfenster ist auch noch ein paar Tage lang geöffnet. So ein paar Sachen haben wir ja noch. Zum Beispiel Andreas Hirzel, ja, der kann auf jeden Fall weg. Der wird 2 Jahre verliehen. Der spielt überhaupt keine Rolle bei uns. So, die anderen Sachen sind alle... Ja, läuft alles so ein bisschen aus. Wir können auch ganz kurz nochmal gucken. Transfers. Haben wir hier irgendwie eine Übersicht über die ganzen offenen Transfers, die wir haben? Verträge, Jobangebot, Budget, meine Karriere, Ziele. Jugendstab. Ja, da waren wir noch gar nicht bei. Scout verfügbar. Scout-Netzwerk aufbauen. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? So, dann nehmen wir natürlich einmal Region Europa. Oder ich guck gerade mal. Der kommt ja aus Belgien. Ist Belgien dabei? Belgien ist dabei. Soll der halt Belgien nehmen? 9 Monate. Alle. So, der Deutsche soll natürlich dann in Deutschland. Auch 9 Monate lang. Dann haben wir da nicht so viel mit zu tun. Und dann haben wir noch einen Rumänen. Ja. Ich weiß nicht, wo wir noch gucken könnten. Vielleicht Spanien oder Italien oder so. So. Genug Kohle verpfeffert. Und ja, dann würde ich sagen, geht's weiter Richtung nächstes Spiel. Training haben wir auch noch, was wir absolvieren können. Da wollen wir natürlich wieder die auch nehmen, die wir hier auch eigentlich dann spielen lassen. Das machen wir mal eben ganz gezielt. Er hier, Andrade natürlich, durchsetzen. So, dann haben wir Mittelfeldspieler. Haben wir da irgendwelche, die definitiv jung und gut sind? Friedewald haben wir hier in der Innenverteidigung. Den brauchen wir. Dann haben wir noch den Zuma. Wo ist er? Da haben wir ihn. So. Dann noch Außenverteidiger. Muss ich gerade mal gucken. Da haben wir gar keinen. Aber Torhüter Dragowski, unser Ersatztorwart. Abwürfe und Abschläge. Und Stürmer. Können wir denn doch ihn hier noch nehmen? Dribbling-Parcours. Und dann alles simulieren. C, B, C, B, C. Das ist okay. Können wir mit leben. Und ja, dann kann es weitergehen mit dem Spiel gegen Stuttgart. Wir haben hier noch Finn Porrad. Der ist da auch immer mit aufgeführt. Den verleihen wir natürlich. So, zack, zack, zack. So. Und dann geht's weiter mit dem Spiel. Wir gucken eben nochmal ganz kurz auf die Mannschaft. Alles im grünen Bereich. Dann kann's losgehen. So, mit dem Heimtrikot gegen das Auswärtstrikot. So, wir müssen ja gerade nochmal was tippen. So, zack. So, also, auf geht's. Und jetzt heißt es, also, Punkte sind Pflicht, damit wir gar nicht erst unten reinrutschen. So, vollziehe per Heber einen Seitenwechsel auf einen Mitspieler, indem du einen Mitspieler, den Ball auf einen Mitspieler flankst. Das ist nicht so schwer, denke ich. Oh, der ist aber verzogen. Das war nix. Der war besser. Der war auch perfekt.
Ja, perfekt. So, bis auf den ersten. Ne, ich glaube, der zweite, der war nix. So, machen wir nochmal, damit wir hier auch die Belohnung kassieren. Oh, ein bisschen weit weg. Können wir das eben nochmal abbrechen? Nochmal neu starten, so. So, die sollen ja präzise kommen. Na, wenn der mal nicht präzise war, 1300 Punkte. Na, da wollte er beim ersten Mal nicht. Scheiße. So, Achtung, jetzt aber. Zack, perfekt. Der sieht auch wunderbar aus. Weiter so. Jo, der passt. Werden immer besser. Der kommt auch richtig präzise. Da haben wir jetzt eigentlich den Kreis schon voll. Ahaha, der war total schlecht. Einen haben wir noch. Jo, passt. Also, wir haben den Kreis auf jeden Fall voll. Das ist eine A. Damit haben wir uns hier für die goldene Herausforderung dann qualifiziert. So, und weiter geht's mit dem ersten Heimspiel in der Liga im Volkspark. Und muss ich gerade mal gucken. So, Ballbesitz. So, und wenn wir so spielen wie gegen die Bayern, dann haben wir hier, denke ich mal, sogar gute Chancen. Stuttgart ist ja auch eine Mannschaft, die zuletzt immer mit um den Abstieg kämpfen muss. So, oh, da wären wir fast dran gekommen. So, Aaron Hunt, Hunt. So, wo ist die Lücke? Wo ist die Lücke? Nein, hier nicht. Oh. Herrje. Aber gut von Dickmeier durchgesetzt. Ja, wichtig, Ballbesitz, das Spiel, wenn möglich, halt immer schön in der gegnerischen Hälfte. Ah, Lasogga wohl, hatte ich gehofft, dass er vielleicht sich anbietet in der Mitte. Da müssen wir vielleicht nochmal so ein paar Spielerrollen einstellen. Ja, gut durchgesetzt, aber gibt Freistoß für den VfB. Oh Gott, war das ein Rückpass oder was? Oh Gott, was macht der denn da? Und was war? Eine unsichtbare Wand oder was? Gott sei Dank gibt es Freistoß. Ich weiß nicht, ob es abseits war oder irgendwo geschoben. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ah, oh, komm schon, ey. Und das ist jetzt gerade zu einfach. Viel zu einfach. Da haben wir Glück gehabt, dass Drobny hier ein guter Mann ist. Und aufpasst. Na, ah, schwache Annahme von Harnik. Ist ja Hamburger Jung. Ganz lustig. Kommt aus Hamburg, spielt aber für Österreich. Hat, glaube ich, die Mutter ist, glaube ich, Österreicherin. Hat auch den österreichischen Pass. Spielt ja auch für die Nationalmannschaft Österreichs. Und ich glaube, der Papa ist Deutscher. Hamburger. Oder andersrum, ich weiß es nicht. Ah, Mensch. So,
So. Also, die Stuttgarter sind auch ganz schön stark mittlerweile. Also, die spielen auch, kombinieren ganz gut. Wir warten auf den Fehler. Ah, oh, das war schön gemacht. Hätte der den nicht zurückgespielt? Ich weiß gar nicht. Wollen die gar keinen Abschluss machen oder spielen sich nach vorne und dann spielen sie den Ball wieder zurück? Verstehe ich auch nicht. Ja, dann hat's doch geklingelt. Ich habe Drobny noch rausgeholt, habe gehofft, dass der rechtzeitig rankommt. Aber gut weitergespielt vom VfB. Das war eine schöne Kombi. Ah, traumhaft. Angenommen, geschossen. Nichts auszusetzen. Höchstens, dass es für die falsche Mannschaft war. Oh, bitte. Heieieiei. Also, die legen los wie die Feuerwehr hier. So, wir müssen mal einfach uns mal ein bisschen was herausspielen und nicht immer so direkt den Ball wieder verlieren. Das ist gerade ganz genau das, was ich eigentlich versuche zu vermeiden. Aber manchmal, wenn die Konzentration fehlt, dann kriegt man nicht mal einen Pass zustande. Ah, gibt Freistoß. Oh, nicht schlecht, guter Versuch. Ey, das gibt's doch nicht. Glück gehabt. Das hätte auch das 2-0 sein können. Meine Fresse nochmal. Also, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen vorsichtig sein. Es ist irre schwer, hier diese Bälle zuzustellen, vernünftig. Alles zugestellt. Der ist weg. Mann. Also, wir haben hier überhaupt noch... Das Spiel, die erste Halbzeit ist schon fast vorüber und wir haben hier überhaupt noch gar nichts auf die Reihe gekriegt. Ja, das war gut. Ah, bisschen zu doll. Bisschen. So, da können wir mal auf sehr offensiv gehen. Ah, scheiße. Dabei wäre rechts alles, auf der linken Seite alles frei gewesen. Also, erste Halbzeit. Ein Totalausfall. Da war überhaupt nichts, was wir irgendwie Zählbares hatten. Ärgerlich. Dafür halt das Gegentor. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich kämpfen, um uns hier zumindest den Punkt noch zu holen. Aber bei der richtigen Bundesliga war Hamburg ja auch bis zur 80. oder so 0-1 im Rückstand und danach haben sie es noch gedreht. Das heißt, wir brauchen jetzt eine ganz schnelle rote Karte. Danach sieht es nur leider gar nicht aus. Ah, gibt es Ecke? Nein. War nur ein schwacher Schuss. Ah, gut durchgesetzt.
Aber man kommt einfach nicht zum Schuss. Oh, und dann wieder so ein sinnloser Ballverlust hier. Herrje, nochmal. Was ist denn los hier? Heieieiei. Ecke. Ja, und das war nur eine logische Konsequenz. Also, die spielen uns hier echt an die Wand. Das gibt's doch nicht. Also, so werden wir ernsthafte Probleme bekommen. Na? Also sowas klappt immer ganz gut, ne? Den letzten Mann, der den Ball hat in der Abwehr, den Ball noch abzunehmen. Häufig ist es dann mal ein Foulspiel, aber hin und wieder funktioniert das mal und dann wird es natürlich gefährlich. Aber mit dem, was mir hier einfällt, das ist auch extrem schwach. So, jetzt haben wir mal eine Chance. Ja, gute Grätsche. Und wenn wir Pech haben, haben wir da sogar jetzt einen verletzten Spieler, wobei steht wieder auf. Oh, was war das jetzt? War der Ball schon im Au? Ecke? Ecke, okay. Riesenmöglichkeit. Es ist einfach zu billig. Und jetzt kontern die uns hier aus. Ah, gerade noch die Flanke abgewehrt. Also zumindest ein Anschlusstreffer wäre schön. Ne? Ah, zumindest nochmal wieder zur Ecke geklärt. Lasogga hilft da hinten aus. So, Olic. Kommen wir noch ran? Ah, das war aber auch knapp. Gut gespielt von Titan, dem Keeper von Stuttgart. Ah, alles... Viel zu voll da im 16er. Ah, gib Freistoß. Bisschen zu hart. Der Körperkontakt hier. Und Ostschalek hat sich wohl verletzt. Nochmal ein netter Schuss. Ja, wir können mal Auswechslung machen. So, gerade über die Flügel. Basoer oder Müller nehmen wir mal auch. Das ist auch ein neuer. So, dann haben wir hier Holtby und Ostschalek. Na, denen geht es ja eigentlich wieder ganz gut. Können wir mal gucken, haben wir hier noch irgendwie was? Gregoritsch vielleicht über links. Wir haben gar keinen weiteren Stürmer hier zum Auswechseln da. Das müssen wir nochmal ändern. So, das war auch herrlich. So, jetzt haben wir mal Platz. Ach, Mensch. Abgefälscht.
Aha, guck an. So, jetzt machen die auch mal Fehler. Ah. Oh, Achtung. Ah. Leute, Mensch, was ist denn los hier? Also, wir lassen uns hier echt fertig machen von den Stuttgartern. Also, da ist noch viel im Argen, was wir abstellen müssen. Also zumindest zu Null spielen wäre mal super. Oder alternativ mal ein Tor. So, jetzt vielleicht. Der Neue. Ah, zumindest mal das Tornetz getroffen. Ah, super. Klasse. Ah. Jo, und das war's dann. Also, das zweite Spiel zu Hause 0:3. Ah, und das Five-Konzert ist natürlich standesgemäß verdient. Also, das war leider noch nicht das, was wir eigentlich zeigen wollen. Ah, 0:5 Tore in den ersten beiden Spielen und das völlig verdient. Also, ich hoffe mal, dass Legende nicht eine Stufe zu hoch ist. Eieiei, also das wird noch ein Kampf werden. Da müssen wir gucken, dass wir hier jeden einzelnen Zähler zusammenholen. Und wir können jetzt schon mal sagen, es wird hier gegen den Abstieg gehen, um nichts anderes in der ersten Saison. Und dann haben wir hoffentlich dann irgendwann, ja, vielleicht sollten wir uns auch mal ein paar fertige Spieler kaufen. Jetzt, wo wir ja so viele andere schon haben. Mal gucken. Ich schicke die eben mal ganz brav zum Trainieren. So, Mittelfeld, zwar keiner. Ihn hier. Defensive. So, Zuma. Und dann fehlt noch der Dragowski. So, also, wie gesagt, Zielklassenerhalt, ne? Nichts anderes aktuell. Aber wie gesagt, wir haben auch nicht den besten Kader. Das ist halt so und tja, können wir nichts machen. Aber das wird natürlich noch besser werden, das kann ich euch versprechen. Die Frage ist halt nur wann. So, nächste Folge geht's dann hier weiter mit dem nächsten Spiel gegen die Gladbacher. Da frage ich mich, wann das Spiel gegen die Kölner ist, weil eigentlich müssten wir erst gegen die Kölner spielen. Ja, lustig. Ach, das kommt danach. Ja, dann ist wohl noch nicht der ganz richtige Spiel, der ganz richtige Kalender. So, Altinters, den können wir hier mal verleihen. Der ist ja sowieso neu gekommen, den können wir noch nicht weiterverkaufen. Und ja, nächste Folge geht's dann weiter, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge hier bei Let's Play FIFA 16. Bis dann.